Ciao und hallo. Ich werde oft gefragt, wie ich eigentlich zu den Comics kam. Deswegen wollte ich noch mal ein bisschen eine Zusammenfassung machen. Also im Großen und Ganzen ist es wie bei fast allen so gewesen, dass mir auch schon als Kleinkind mit Bilderbüchern in Kontakt kommt, sowas vorgelesen bekommt. Und so meine Erinnerung daran ist natürlich jetzt nicht mehr so stark nach all den Jahren, aber es ist halt die ersten Bilder, die man sieht, so Comic-Style-mäßig. Ja, das sind dann so Bilderbücher wie zum Beispiel Ritter Kokosnuss, der Maulwurf, Peanuts und keine Ahnung, was da alles noch gibt für kleine Kinder, auch Weihnachtsgeschichten, so gerade jetzt in der Zeit natürlich. Und natürlich auch durch den Fernseher, durch die Sendung mit der Maus und verschiedene andere Comics, die es für Kinder gibt und so. Ne? In der Grundschule hat mir dann auch Besuch von einer berühmten Bank, die ich jetzt nicht näher erwähnen möchte, wie die Bank heißt. Natürlich wollten sie nur unser Bestes, unser Geld. Hat Werbung gemacht für die Sparbücher und von der Bank gab es auch so Comics. Ja, das kennt vielleicht der eine oder andere. Und dann hat man diese Comics dann auch zu Werbemaßnahmen von der Bank bekommen und auch gelesen und fand das auch ganz nett. Und in der Grundschule hat man gelernt zu lesen und Comics lesen gelernt mit diesen Sprechblasen und alles. Ne? Da waren wir auch begeistert, das wäre auch ein Mittel dazu, wie man Kinder dazu kriegt, lesen zu lernen, weil sie wissen wollten, was sagen diese Mickey Mouse und sowas alles in den Comics. Da kommen wir auch nämlich zu den Mickey Mouse Heftchen, Fix und Foxy und sowas alles, was hier in Deutschland gibt. Das lustige Taschenbuch, Clever und Smart und Asterix. Und dann gab es noch das Yps Heft. Das habe ich auch sehr gemocht, mit Gimmick. Das waren immer schöne Sachen dabei, wie Urzeitkrebse oder halt auch der Ostereierbaum oder Sachen, wie man ein Ei quadratisch macht, mit so eine Apparatur, sage ich mal, ja. Oder auch so Zaubertricks gab es da drin oder Detektivgeschichten, so ein Tresor, der so aussah wie so ein Buch, so ein bisschen aus Plastik mit einer Kombination. Und hat man dann in den Schrank stellen können als Buch und dann mit der Kombination hat man es aufgekriegt und dann in den Tresor kann man so kleine Sachen reinmachen und so. Das war auch alles ganz nett als Kind. Und mit dem Yps-Heft muss ich aber auch sagen, verbinde ich einiges an Chaos. Ich habe jetzt auch nachgelesen, die hatten ja in verschiedenen Bundesländern verschiedene Veröffentlichungszeitpunkte für 50, sage ich mal, in dem einen Bundesland gab es das schon im August, im anderen Bundesland erst irgendwann im September oder so. Ja, war ein bisschen unterschiedlich gewesen. Ich weiß noch, ich bin damals noch zum Händler, nachdem ich von Amerika zum Beispiel rüberkam, wieder nach Deutschland, wollte ich unbedingt mal wieder ein Yps-Heft lesen, weil ich das schon fast 2 Jahre nicht mehr gelesen habe. Und da hat mir da eine Händler gesagt, so wegen, ja, Yps-Hefte, die gibt es gar nicht mehr, haben wir gar nicht mehr. Ja, und da war ich auch enttäuscht und Monate später habe ich es irgendwo anders gesehen bei jemandem, der hat gesagt, klar gibt es Yps-Hefte, aber okay, sie haben Lieferschwierigkeiten in der letzten Zeit. Das war dann so, dass man nicht genau wusste, was ist jetzt davon wahr oder was nicht. Und wieder andere Händler hat gesagt, noch gibt es die Yps-Hefte, aber es soll bald eingestellt werden. Und dann ein anderer Händler hat gesagt, so von, ja, Yps-Hefte hat er eigentlich gar nicht mehr, weil die laufen nicht so gut. Und auch der Verlag, der die Yps-Hefte macht, der macht diesen Abverkauf von 2, 3 oder 4 Yps-Hefte in einer Tüte. Ja, gab es immer diese Sammeltütchen, wo ich dann auch einige Sachen nachgekauft hatte. Insgesamt muss ich sagen, habe ich dann Yps-Hefte auch nie komplett gehabt, weil es war auch immer sehr chaotisch und sehr unterschiedlich, wie das verkauft worden ist von verschiedenen Händlern und so. Dann gab es auch jahrelang Pause. Dann gab es sie gar nicht mehr, nirgendwo. Und dann, als ich sie wieder gefunden hat, woanders beim Händler, der hat gesagt so von denen, ja, aber Yps-Heft, der Verlag ist ja aufgekauft worden und die stellen jetzt die Serie ein und so und das war alles so ein bisschen, ja, aber Yps-Heft habe ich immer sehr gemocht, auch gerade wegen den Gimmicks und den interessanten Geschichten zu diesen Gimmicks in Comics da drin, ja, also war sehr nett. Da gab es auch wieder das Yps-Heft für Erwachsene, habe ich vor ein paar Jahren gesehen, das hat aber leider auch nicht lang gelebt, aber da waren auch viele Klassiker wieder mit drin, wie der große Zeppelin und so. Als ich nach Amerika geflogen bin, hatte ich natürlich noch andere Comics kennengelernt. Auf dem Flug dahin, im Flugzeug, hatte ich dann so ein ganz komisches Heft. Ich habe es nachrecherchiert, weil ich nicht wusste, wie es heißt. Es war das Heft Ausgeflippt. Es war von den Machern von Clever und Smart. Und ich weiß jetzt nicht mehr, ob es der Clever oder der Smart war. Einer von denen konnte sich ja immer verwandeln in irgendwas. Der ist immer wieder aufgetaucht in diesem Heft. Es ging da um ein Haus. In dem Haus gab es verschiedene Wohnungen und so. Man hat quasi auf einer Doppelseite drauf geguckt, auf die Bewohner des Hauses, Etage für Etage bis hin zur Straße, was draußen passierte, oder auch im Himmel, wenn da Flugzeuge waren und so. Und da hat man dann immer nachgelesen, da ging es immer um ein Thema wie zum Beispiel Ostern, Weihnachten oder
dass ein Rohrbruch in dem Haus war. Und dann hat man zum Beispiel von Etage zu Etage gesehen, wie da das Rohr gebrochen ist, wie das Wasser so sich verteilt hat, was die Bewohner gemacht haben, bis unten auf die Straße, wo die Handwerker kamen und sowas. Also witzig gemacht, dieses Haus. Und ich hatte aber auch nur eine Ausgabe am Flug nach Amerika gelesen. Ja, in Amerika selbst, hatte ich auch an anderen Stellen schon in anderen Videos erwähnt, da hatte ich dann meine große Erfahrung mit einem Comic-Shop gehabt. Da habe ich dann gesehen, jede Menge Comics von verschiedenen Sachen, nicht nur Superman, Batman und andere Sachen, Spider-Man, also die ganzen Mans, Iron Man und so, ja, sondern auch Captain America fand ich ganz cool. Hatte ich auch Comics von Captain America gehabt und vor allen Dingen Green Lantern hat mir angetan. Da habe ich das eine oder andere Comic dann von Green Lantern gesehen, aber auch natürlich Comics von G.I. Joe gesehen. Oder ich war auch, naja, gut, ein bisschen begeistert als Kind noch. So von diesen Sachen, die schon in doppelt dreifachen Wiederholungen gelaufen sind im Fernsehen von Star Trek. An Star Trek, da gab es dann Comics dazu. Das fand ich auch interessant. Und da gab es auch Comics von Archie. Irgendwelche komischen Jugendlichen, die immer Schabernack angestellt haben und so. Der eine hieß dann Archie und dann der ganze Kopf drumherum. Wird jetzt auch zu ausführlich werden, das alles zu erklären. Habe ich auch das gelesen. Ja. In Deutschland wiederum, als ich dann wieder zurück in Deutschland war, da gab es ja fast nur die Spinne. Spider-Man, habe ich auch sehr viele Comics von Spider-Man gelesen und so. Da gab es auch einige wenige Sachen noch von Batman und anderen Sachen und so, ja, aber Spider-Man gab es zuhauf. Ich glaube, drei oder vier verschiedene Serien gleichzeitig und noch Sonderausgaben. Da gab es dann auch Cravens Letzte Jagd, ein super Sammler, wo ich mir geholt habe. Das war wirklich eine coole Geschichte, fand ich damals, ja. Leider war ich eine der Personen, die ziemlich viel immer wieder ausgeliehen hatte an Freunde und Bekannte. Und durch Erfahrung dann gelernt hat, dass es nicht so gut ist, immer Sachen auszuleihen, weil die Sachen teilweise in erbarmungswürdigen Zustand zurückkamen. Ich mag es zum Beispiel nicht, dass man sich an fremdem Eigentum vergreift. Da gab es wirklich einige, die haben dann Heftseiten rausgerissen oder sonstige Schabernack angestellt, um sich an irgendeine Person, wo sie jetzt gerade mal an dem heutigen Mittwoch oder so Streit hatten, sich da an die zu rächen. Ja, und am Samstag hat sich ihnen ganz leid getan, dass sie das Buch zerrissen haben oder das Heft zerrissen haben. Ich fand sowas halt nur asozial. Ja, ja Mickey Mouse Hefte kannte man natürlich auch in Deutschland. Da gab es auch sehr viele Hefte. Da gab es irgendwann in den 90ern, war das, ich weiß nicht mehr wann, da gab es dann so eine Reihe von Heften aufeinanderfolgend, alle paar Wochen oder jede Woche, so Specials zu einem besonderen Film. Das war so meine erste Erfahrung mit Rollenspiel, weil das war, da konnten wir irgendwas nachspielen, da gab es dann auch so Bögen drin, Bastelbögen oder Stanzbögen, ich weiß nicht mehr genau, da war ein Schwert drin, in so einem kleines Bildchen von Schwert und ein magisches Buch und andere Sachen, die man dann in dem Spiel mit hatte und dann konnte man das irgendwie so ein bisschen durchspielen, diese Abenteuergeschichten, dieses zu diesem Film, ich weiß nicht mehr, wie der Film hieß oder wie das Ganze war, wann das war. Und, aber das war so die erste Erfahrung mit einem Abenteuerspiel sozusagen. Was dann ein bisschen vorwegnahm, mein Interesse an Fantasy- und Rollenspiele, wo mich dann später jemand zu Rollenspielen geholt hatte. Ja. Meine Oma hat zu der Zeit, als ich dann so 11, 12 war oder so, gesagt so von wegen, Junge, du liest zu viel Comics, liest doch mal auch mal ein paar anständige Bücher. Ich ging da auch zur Bücherei und habe geguckt, die hatten ja auch Asterix und Obelix und andere Sachen, was so ein bisschen Comicform in Büchern waren, aber auch Fantasy-Bücher und habe dann alles Mögliche dann angefangen zu lesen. Zu meiner Rollenspielzeit gab es auch Spielebücher, aber zu Büchern an anderer Stelle mal. Vielleicht mache ich noch mal ein Video über die Bücher, die ich gelesen habe, beziehungsweise wie mein Werdegang mit den Büchern gewesen ist. Ich hatte auch immer zu wenig Zeit und zu viele Interessen, zu viele Hobbys. Auch, also Zeit und Geld. Hat man ja immer zu wenig. Für meine ganzen Interessen, was ich so alles machen und lesen und tun wollte, hätte ich eigentlich Bruce Wayne sein müssen. Also irgendein Millionärssohn, der wirklich genug Zeit und Geld hatte, überall zu investieren, auch Sachen zu basteln, nachzueifern, Neues auszuprobieren und so weiter und so fort. Aber das kennt wohl jeder, denke ich mal. Ich hatte dann auch Mitte der 90er irgendwann Grüne Leuchte zum Beispiel, die alten Reihen gab es von Green Lantern, wo man auch auf Flohmärkten finden konnte und so. Ne? Irgendwann hatte ich auch davon gehört, dass Hal Jordan ja, in Ungnade gefallen ist überhaupt oder ein Bösewicht geworden ist. Ich konnte es erst nicht nachvollziehen. In Deutschland gab es zu der Zeit auch keine Publikation darüber. Ich hatte auch wirklich, wie gesagt, verschiedene Interessen, hat auch viele Bücher gelesen zu der Zeit und so, wo meine ganze Aufmerksamkeit
quasi geteilter Natur war. 97 kam dann Spawn raus, der Film. Und im Vorfeld gab es dann auch in Deutschland eine Spawn-Reihe, wo ich dann angefangen habe zu lesen, weil ich den Film auch gut fand. Und habe man dann die Geschichten durchgelesen von Spawn, fand den ganz klasse eigentlich. Und fand Lobo auch ganz cool und habe infolgedessen dann wiederum mich wieder eingelesen in verschiedene Comics. Und hatte dann 97 mir Comics bestellt. In einem Jürgens Comic Shop, ich weiß gar nicht, ob es den jetzt heutzutage überhaupt noch gibt, der hat auch dann versendet. Habe dann halt Spawn, Lobo, Green Lantern gelesen, aber auch sporadisch von dem einen oder anderen noch ein bisschen. Zu der Zeit 97 gab es halt noch wenig von Green Lantern. Ende der 90er habe ich auch von den Crossovers von DC und Marvel erfahren und habe da auch einiges nachgelesen und auch die Reihe Axis in Englisch gekauft gehabt, bevor es überhaupt in Deutsch übersetzt war. Ich wusste auch gar nicht, dass sie es übersetzen auf Deutsch, davon abgesehen. Und habe da auch einige super Crossover gehabt, auch zum Beispiel Amalgam Comics kam auch zu der Zeit. Und dann gab es Captain America, der mit dem Superman vermischt worden ist, zum Super Soldier. Das fand ich auch einfach grandios und klasse. Ich stand ja schon immer auf Superman und Captain America und solche Typen, die wirklich dieses Hehre verkörperten, so wie die Paladine bei den Rollenspielen oder so, die wirklich für das Gute eingestanden haben. Ich stehe für das Licht und sowas, ja. Deswegen fand ich auch irgendwann den Bestrafer so gut, also den Punisher. Ja. Der hieß dann zuerst in Deutschland noch Bestrafer, weil eine Frau wird von ihrem Mann geschlagen, zack, ein Schuss von Punisher, ja, weil das macht man nicht als gegen das Verbrechen. Ich hatte nämlich auch zu Zeiten meiner Jugend und diese ultra korrekte Sicht, dass man lügt nicht, wer lügt, der stiehlt. Und wer stiehlt, jemand, der überhaupt sich dem Verbrechen zuwendet, der schreckt irgendwann auch nicht vor einem Mord zurück und so weiter und so fort. Also habe ich das alles so ein bisschen überspitzt gesehen und fand deswegen den Punisher ganz gut, wie er gesagt hat, wir müssen das Verbrechen schon im Keim ersticken. Jeder, der ein Verbrecher wird oder sein könnte, müssen wir von vornherein gleich aburteilen. Und was es auch damals zu Deutsch gab, da gab es auch wieder dann Superman und Batman rein. Da gab es auch Superman, Batman, Schuber, die hatte ich mir geholt gehabt. Ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß. Time Warp oder sowas. Februar auf März 98 gab es dann ein Special vom Dino Verlag. Von dem, also ein JLA Special, JLA Special, Green Lantern. Da gab es dann auch drin die Geschichte vom Fall des Hal Jordans. Wie er in Ungnade gefallen ist, was er getan hat. Diese Verbrechen, die er begangen hat als Parallax. Das ist ja dieses berühmte Comic, was ich auch verlost habe. Das fand ich ein wenig seltsam. Ja, ich wusste nicht, warum diese Figur von Green Lantern verheizt wird, warum er jetzt in Ungnade fällt und so. Kyle Rayner war noch ein bisschen zu neu für mich am Ende. Ich wusste nur das ganze Chor, Kilowog, alle, die ich mochte und so, waren ausgemerzt von Hal Jordan, weil er da wirklich ausgeflippt ist. Und naja, ich hatte mir dann nochmal von Green Lantern, von der aktuellen US-Serie Hefte bestellt. Dritte Reihe, die Volume 3, hatte ich mir dann Ausgaben bestellt. Da waren damals noch die 93, das neueste Heft, mit dem großen Gesicht von Kyle Rayner drauf, ja, wo du das ganze Gesicht auf dem Frontcover hattest mit Kyle Rayner. Und ich fand dann Kyle Rayner doch recht interessant, auch seine Verziehung, sage ich mal. In dem Special gab es ja noch am Ende der Geschichte, wie Hal Jordan in Ungnade gefallen ist, gab es ja noch dieses klassische Outfit von Kyle Rayner, das ja dann im nächsten Heft quasi im US, was es in Deutschland zu der Zeit noch gar nicht gab, umgeändert hatte in sein eigenes Outfit. Ich habe dann auch 98 irgendwann auch gehört, dass es irgendwelche Schuber geben sollte oder dann auch gab. Zu einem Preis aber von 60 D-Mark. Das war noch ein bisschen heftig damals für meine Verhältnisse, sage ich mal. Ich hatte jetzt auch nicht so viel Geld für alle meine Hobbys. Und dadurch, dass ich auch in Rollenspielen investiert hatte mit Büchern und Würfeln und sowas alles, hatte ich da noch ein bisschen für die Schuber zu wenig Geld und wusste wirklich nicht die Geschichten, ob es auch wirklich das ist, was ich will. Hab dann mir US-Hefte bestellt. Wie gesagt, bis 105, 106 etwa, als da eine neue Green Lantern Serie auf Deutsch gestartet ist. Die hatte ich mir dann gekauft. Das war eben diese Serie mit Green Lantern Kyle Rayner, wo dann mit US-Heft 100 begonnen worden ist. Dann hatte ich auch noch auf Deutsch ein Green Lantern Green Arrow Crossover Special mir gekauft und gelesen. Fand interessant dann, dass Green Lantern mit Green Arrow immer wieder irgendwelche Geschichten hatte. Und bin auch so aufmerksam geworden auf eine Storyline von Green Lantern, Green Arrow, wo sie das ein bisschen sozialkritisch gemacht hatten und so. Hat aber zu der Zeit noch wirklich noch nichts darüber gelesen, auch nicht bestellt.
Was ich noch auf Englisch bestellt hatte, waren zum Beispiel Spider-Man Comics und Star Trek Voyager. Und da gab es halt noch diese Comics, da hatte ich auch noch einen Comic bestellt, fand ich ganz interessant. Aber es war natürlich aus dem Laufenden rausgegriffen, wo ich die ganze Geschichte nicht kannte. Das war ja zu der Zeitpunkt schon immer Usus, dass dann Geschichten angefangen haben mit einer Ausgabe und sich über mehrere Ausgaben entwickelt haben. Von 2002 an bis 2008 in etwa gab es eine große Comicpause bei mir, wo ich mich mehr mit Computern, mit Spielen und mit anderen Sachen beschäftigt hatte. Mit meinem sozialen Umfeld, sage ich mal, mit Freunden sind wir auch ins Kino gegangen, das eine oder andere. 2008 hatte ich dann wieder Bock gehabt, Comics zu lesen, habe mir wieder Comics von Green Lantern bestellt, weil zu der Zeit gab es wiederum keine Green Lantern-Serie irgendwie in Deutsch, mit Kyle Rayner zumindest, oder beziehungsweise ich dachte zu dem Zeitpunkt, dass da nur so alte Sachen neu reprintet worden sind von Green Lantern, weil da war ja noch der Hal Jordan drin und so, ne? Und ich wollte was von Kyle Rayner lesen, ne? Hatte ich mir Comics bestellt und auch gelesen, dass Kyle Rayner Iron geworden ist, hat dann diese Comics dazu gelesen und verschiedenes anderes im Internet da rausgelesen. 2008 wurde ja viel schon im Internet geschrieben. Ich habe auch davon gelesen, dass Kyle Rayner alias Iron seine Macht dann für die Wächter aufgab, um die zurückzubringen. Was Hal Jordan damals in der Zentralwelle ja rausgenommen hat, war ja auch die Essenz von diesen ganzen Wächtern, die sich selbst geopfert hatten, quasi, um ihn aufzuhalten und so. Und Kyle Rayner konnte das irgendwie durch diese ganze Energie zurückholen. Das war alles in der Willenskraft, in der grünen Willenskraft gespeichert. Und hat die als kleine Kinder zurückgeholt und hat gesagt, Gentert, hier, ne, bringen Sie wieder dazu, erwachsen zu werden, schule Sie und so weiter und so fort. Und Gentert hat gesagt, es liegt viel Arbeit vor mir, ich werde anfangen und so. Das war ganz interessant und auch dann, dass das Chor wieder zurückgeholt werden sollte. Alles nur, weil Kyle Rayner diese Kraft als Iron aufgeopfert hat, seine gottähnliche Erscheinung als Iron dazu verwendet hat, die Wächter und eigentlich damit auch das Chor wieder zurückzuholen. Und die Wächter haben dann auch irgendwann mit Kyle neue Nachwuchsschüler geholt, sozusagen für das Chor, um alles auch wieder in Sektionen einzuteilen. Und das fand ich sehr interessant. Aber dann, dadurch habe ich auch gelesen, dass Kyle Rayner gar nicht mehr die Haupt-Lantern war, sondern dass Hal Jordan wiedergekehrt war. Ich wusste aber nicht genau, wie das vonstatten ging. Ich war so ein bisschen enttäuscht. Ich verstand die Welt nicht mehr. Kyle Rayner hat doch alles dazu rangesetzt, das Chor wieder zurückzuholen und ist selbst in den Comics quasi überall ins Weltall rumgeflogen und hat Nachwuchstalente sozusagen geholt, wie so von wegen Green Lanterns nächster Superstar. So, ne, kann man sagen. Ja, das wäre jetzt ein bisschen übertrieben, aber so in etwa, jetzt war halt Jordan halt nur noch die Hauptlantern. Er war ja natürlich keine schlechte Lantern. Also ich kannte ja noch die Geschichte mit Hal Jordan, als ich mit Green Lantern Geschichten angefangen habe, mit diesen Comics. Aber ja, ich hatte dann wieder doch ein bisschen Comic-Pause, bis ich 2011 den Green Lantern-Film gesehen hatte, wo ich ganz begeistert habe. Ich dachte, ja, Green Lantern bekommt einen Film. Ja, jawohl, der wird super. Und alle werden sehen, wie toll Green Lantern ist. Und dieser Ring und alles. Und habe mir das Beste ausgemalt. Hohe Erwartungen gehabt, die nur zum Teil bestätigt worden sind. Dann in dem Film wurde Parallax als gelbe Entität dargestellt. Und wo ich gedacht habe, hä? Hey, Jordan war doch Parallax? Was ist das denn für ein Mischmasch von der Story? Na gut, Green Lantern hat einen Film. Und war sehr enthusiastisch und habe dann auch, als ich dann auf DVD irgendwann das zweite Mal diesen Film gesehen habe, doch gesehen, dass ein bisschen zu viel Murks gemacht worden ist. Viele meiner Bekannten und Freunde konnten auch gar nicht verstehen, was Green Lantern für ein Universum ist, beziehungsweise was das für eine Story ist. Also in dem Film wurde viel erklärt, aber doch nicht genug irgendwie und alles so ein bisschen vermurkst. Und Hal Jordan war jetzt auch nicht so der Superheld in dem Film. Eher so jemand, der versucht hat, dem zu entfliehen und hin und her, ja. Aber dadurch kam ich auch wieder zurück zu diesen Comics mit Hal Jordan und habe auch von Rebirth erfahren und das gelesen. Ich fand halt auch am Ende das von Sinestro cool, wo er dann in dieser gelben Uniform war. Und dann habe ich auch von Sinestro Corps diese Comics gelesen. Ich habe das für Rebirth auch als sensationell empfunden, auch von Sinestro Corps, aber ich war ein bisschen wehmütig, weil Kyle Rayner
immer weniger im Vordergrund stand und halt nicht mehr die Haupt-Green Lantern war. Dann hatte ich wieder sporadisch verschiedene Comics auch von anderen Superhelden und sowas auch gelesen, auch wo Marvel mit seinen Filmen kam und so. Und dann aber doch wiederum noch andere Sachen gelesen, doch weniger Comics, bis 2015, wo ich wirklich im Großen wieder angefangen habe, Comics zu lesen. Und dann hatte ich auch irgendwann, nur dadurch, dass ich so viel quer gelesen hatte, auch die Blackest Night gelesen und alles, ja. Deswegen ist mein Wissen von den letzten guten 10 Jahren von meinen Comics so ein bisschen sehr sporadisch, auch von Green Lantern, weil ich immer wieder verschiedene Storylines ausgelassen habe oder quer gelesen habe und immer noch dabei bin, einiges aufzuholen. Aber das war so im Großen und Ganzen mein Werdegang mit den Comics. Es war halt immer so ein gewisser Anlass, dass man sich denkt, ich hole mir das eine oder andere und lese es oder ich lese es auch im Internet mal so Zusammenfassungen durch. Was ist denn ein guter Comic? Oder jetzt gerade mit YouTube, ja, da sieht man auch immer wieder irgendwelche Videos von anderen, was es sich so lohnt zu lesen, was gute Storylines sind. Natürlich ist es auch mit DC immer wieder ein bisschen ein Problem mit dem ganzen Neustart der ganzen Serien, wo das eine oder andere von der Vergangenheit neu aufbereitet worden ist oder anders erzählt worden ist und so. Aber das nur jetzt im Groben. Schreibt ruhig mal in den Kommentaren, wie ihr das so empfunden habt, wie euer Werdegang mit den Comics gewesen ist, mit was ihr überhaupt Comics angefangen habt, ob man sagen kann, Mickey Mouse, Fixen Foxy oder so, was es so im Deutschen gab oder halt auch wirklich von der Bank diese Comics oder was ihr so als erste Comics empfunden habt, wie ihr da reingekommen seid und warum ihr das eine oder andere von Batman, Superman, Green Lantern, Iron Man, Spider-Man oder was auch immer angefangen habt. Schreibt es ruhig mal in die Kommentare, würde mich wirklich interessieren. Und das war es auch schon von dem Video. Gehabt euch wohl, sage ich mal, viele schöne Comicstunden. Frohe Weihnachten, guten Rutsch und wir sehen uns ein anderes Mal wieder. Ciao.